vor den Kühlschrank arbeitet und Fenster ist auch offen. Scheiße. So. Ich glaube, das war so im Sommer 2013, an einem von diesen super warmen Tagen, wo man normalerweise eher am Strand liegt. Wir aber lieber im Studio an Sounds gearbeitet haben. Da kam der Gedanke, dass wir eigentlich bereit wären für ein größeres Projekt. Und das war vielleicht dann die Geburtsstunde der Albumidee. Den ganz großen Masterplan, den gab es da eigentlich auch gar nicht. Hauptsache, das Ding ist ehrlich. Ne? Im Grunde war uns nur wichtig, dass wir uns irgendwie im Albumformat viel umfangreicher ausleben können als sonst bei einer Single zum Beispiel. Naja, so war uns beiden klar, dass wir die nächste Zeit intensiv an Albumsongs arbeiten wollen. Egal wie lange das dauert. Daraus sind dann letztendlich fast 2 Jahre geworden. I'm not entirely sure. Eine Herausforderung ist für uns natürlich immer die Distanz. So. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Andreas wohnt in Berlin und ich wohne in Rostock. Wir haben zwar beide unser eigenes Studio, aber so über das Internet zu produzieren, das ist für uns gar nichts. Also andere können das vielleicht, wir können das nicht. Da fehlt irgendwie das gemeinsame Jammen, da fehlt das Probieren und letztendlich auch irgendwie die Seele. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch diese Distanz ganz gut und dieser unterschiedliche Input von uns beiden. Und vielleicht macht auch gerade das die besondere Magie bei uns aus. Ein anderes Problem war sicherlich auch, gemeinsam Zeit zu finden, da jeder von uns auch noch seine Solo-Projekte hat, jeder sich um seine Familie kümmern will und den alltäglichen Wahnsinn auch irgendwie bewältigen muss, ist das nicht immer ganz so einfach, Zeit zu finden. Ja, es ist wichtig, entspannt zu bleiben, sich keinen Druck aufzubauen. Und ich glaube, das können wir auch ganz gut. Also eigentlich war es schon von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall gerne ein paar Gastkünstler zu den Albumarbeiten mit einladen wollen. Dabei war es uns auch wichtig, mit Leuten einfach zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch noch gar keine so großen Berührungspunkte mit elektronischer Musik hatten. Ne? Und durch die Arbeit am Komm-Zusammen-Festival hat Daniel immer wieder mit herausragenden Bands, Sängern und Musikern zu tun. Und zu einigen entwickelte sich in der Zeit ein enger Draht und man lernte sich halt gegenseitig schätzen. Andere Künstler sind halt lange Freunde von uns, mit denen wir schon immer was zusammen machen wollten. Und da ist ein Album einfach die ideale Plattform dafür. Wir entwickelten quasi Songskizzen, trafen uns dann mit den Künstlern, telefonierten viel, mailten. Und ja, glücklicherweise ging das ziemlich schnell. Da haben wir gleich den gemeinsamen Nenner gefunden. Thank you.
der größten Herausforderungen war sicherlich die Aufnahme mit dem klassischen Pianisten Johann Blachard. Warum hört sich das so metallisch? Warum hört man so viel Obertöne? Der ist halt sonst in einem komplett anderen Kontext zu Hause. Ne? Jetzt hat ernsthafte Musik und Elektronik zu verbinden, klingt einfach, aber die Ansprüche und Unterschiede sind gigantisch in jeder Hinsicht. Ne? So stand dann plötzlich die Aufgabe im Raum, an so einem übergroßen Steinway & Sons D-Piano in einem mächtigen Konzertsaal mit wahnsinnig komplizierter Mikrofonie aufzunehmen. Ja, und durch Johann bekamen wir halt die Möglichkeit, im Konzertsaal der Hochschule für Musik und Theater in Rostock alles aufzubauen und den Flügel abzunehmen. Und bei solchen Aufnahmen ist halt unheimlich viel zu beachten. Zum Beispiel die Positionierung der verschiedenen Mikrofone und das ist halt wichtig für den Raum und die spätere Atmosphäre in den Aufnahmen und im Titel selber. Gott sei Dank hatten wir da aber professionelle Unterstützung von einem erfahrenen Tonmeister der Hochschule und der half uns dabei, den einen oder anderen Fehler gleich von Anfang an zu vermeiden. Bei der Auswahl der Tracks haben wir uns eigentlich treiben lassen, da gab es keinen Masterplan. Wichtig war uns, dass wir Spaß bei den Songs haben und nichts konstruieren, was wir auch gar nicht sind. Ich glaube, das hört man eigentlich auch. Ähnlich ist es bei dem Songnamen oder den Songtiteln. Die heißen halt so, wie sie heißen. Wir hatten ja keinen zeitlichen Druck und so hatten wir auch die Möglichkeit, uns einen Raum zu schaffen, Songs zu produzieren, die abseits vom klassischen Club-Sound sind. Wir konnten es einfach ausprobieren. Und vielleicht ist es auch Zufall oder auch ein Zeichen, dass wir gut eingespielt sind. Daraus ergab sich dann auch der Faden, welche Tracks aufs Album schaffen und welche halt nicht. Ja, no drama halt. Schon erst überlegt, ob wir das Album zu einem anderen Label geben sollten. Aber im Grunde fragten wir uns natürlich ziemlich schnell, wieso eigentlich. Ich meine, Voltage-Musik machen wir seit mehr als 12 Jahren mit guten Freunden zusammen. Und auch eine Albumveröffentlichung ist jetzt kein Neuland für uns, das gab es alles schon. Das ist halt unser eigenes Label und natürlich auch unsere Heimat. Und dort haben wir unsere ersten Singles veröffentlicht und damit verbinden wir halt unheimlich viel. Und so ein Album ist halt sehr persönlich und da kann man schon mal auf dem eigenen Label veröffentlichen. Dort können wir die Veröffentlichung genauso gestalten, wie wir es möchten und wollen. Vom tollen Artwork des Mr. Commander Love bis hin zum Release-Date unserer Wahl. Das sind halt 100% wir und dort gibt es keine Kompromisse oder sonstiges. Punkt. Natürlich ist so ein Album für jeden Künstler ein großer und toller Schritt. Für uns sicherlich auch ein Schritt nach vorne. Aber nicht, weil wir jetzt irgendwie was Großartiges erwarten, sondern weil wir dabei unheimlich viel gelernt haben und gemeinsam etwas erschaffen haben, was uns letztendlich auch happy macht. Und wir hoffen, dass wir das vielleicht auch an die Hörer und Fans weitergeben können. Eine Tour mit ausgewählten Clubs und Festivals gibt es natürlich auch. Das organisieren und koordinieren unsere Agenturen 3000 Grad und Plantage 13. Das Album will ja auch gespielt werden und braucht natürlich ein bisschen Luft zum Atmen. Musik.
jeden Fall werden wir noch von dem kompletten Album Remixe von befreundeten Musikern und Künstlern veröffentlichen. Das wird nochmal ein spannendes und großes Projekt. Da freuen wir uns sehr drauf. Aber naja, es hat noch ein bisschen Zeit. Und dann mal schauen. Naja. Langweilig wird uns auf jeden Fall nicht.